Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Grob sei Dank Bundle von GPC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Grob sei Dank von GPC, das Ganze am 5. Oktober 2018 erschienen. So sieht das Ganze aus. Schlichtes Bundle von der Verpackung her. Wir werden diese durchsichtige Hülle, dieses Plastik hier mal entfernen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, die CD ebenfalls nochmal verschweißt. Werden wir auch nochmal aufschneiden. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also, wir lesen hier Grob sei Dank in dunkelgrauer Schrift. Dann haben wir hier zwei Engel, die sich hier mehr oder weniger begegnen. Dahinter einen Vollmond und hier oben lesen wir noch Mein Imperium präsentiert. Schönes Cover, erinnert irgendwie so ein bisschen an solche Kirchen oder an solche heiligen Stätten, da ja auch immer diese kindlichen Engel verwendet werden. Gefällt mir von der Optik gut. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier an der Seite lesen wir dann auch nochmal GPC. Auf der Seite dann, so rum, lesen wir dann auch nochmal Grob sei Dank. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features mit dabei von KDM Shay, Frauenarzt, Young Huan, Tight Il und ich glaube, das war's. Und dann haben wir hier noch extra Tracks, und zwar Remix-Tracks. Und die haben wir hier unter anderem mit Features von Blockmonster, Haiti, Golden Boy und Donatello. Also zu diesen 16 Tracks gibt es dann nochmal 3 Tracks dazu. 3 Remix-Tracks. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier als erstes mal ein Booklet, beziehungsweise einen Einleger, ein sehr dünnes Booklet in dem Fall. Wir haben hier den guten Mann abgebildet, den Interpreten GPC, vor einem, oh, sieht echt nach einem fürstlichen Anwesen aus. Mächtiges Eingangstor. Und dann haben wir hier die einzelnen Credits, also die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Hier alles entsprechend aufgelistet. Und auf der Rückseite lesen wir nochmal Grob sei Dank. Das Ganze in einem Kreuz angeordnet und hier dann auch noch diese Strahlen hier, die vom Kreuz weggehen. Okay, also dieses kirchliche Artwork wird wirklich durchgezogen. Engel, Kreuz, alles da. Dann haben wir die CD, die sieht so aus in schwarz und weiß. Grob lesen wir hier, wobei das O hier das Loch der CD darstellt. Schön gelöst. Und hier 3 Rufzeichen noch. Die CD. Und dahinter haben wir auch nochmal eine Danksagung in diesem Fall. Und Info zu Mixing und zusätzliche Produktion. Die wurde von Niles Davis gemacht. Alles klar. Also, hier die Danksagung noch. Hier lesen wir dann nochmal Grob sei Dank. Gut, soweit zur CD, zum Album. Dann haben wir in diesem Bundle mit dabei Sticker, und zwar sind das 3 Sticker, 3 identische Sticker, hier im Querformat in Schwarz und Rot gehalten. Mein Ratten lesen wir hier, das ist ja auch das Label, beziehungsweise Mein Imperium, Mein Ratten, das Label, über das das Ganze erschienen ist. Dann haben wir mit dabei als letzten Bundle-Inhalt, was ja meistens für Bundles der Fall ist, ein Shirt. Und dieses ist passend zum Artwork auch in Grau gestaltet. Und hier haben wir dann wieder den schwarzen Schriftzug auf der Brust. Grob sei Dank. Das Ganze ist auch noch auf der Rückseite bedruckt. Also wir haben auch einen Backprint. Und zwar sieht der so aus. Also auch hier wieder Grob sei Dank mit 3 Rufzeichen in dieser Kreuzform angeordnet. Und man konnte sich die Größe damals frei auswählen. Deswegen habe ich mich in dem Fall für meine bevorzugte Großgröße, in dem Fall M, entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit einem B und C
190, wie gesagt Größe M, Größe war variabel wählbar. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das graue Shirt mit dem schwarzen Aufdruck hier mitten auf der Brust. Grob sei Dank, der Albumtitel hier aufgedruckt. Die Buchstaben gefallen mir richtig gut, also die Schriftart hier, dieses geschwungene, hat auf jeden Fall was. Ansonsten das Shirt eher schlicht gehalten, grau und schwarz, jetzt nicht allzu farbenfroh. Wir haben dann eben auch noch den gezeigten Backprint, dieses Kreuz, also relativ schlicht gehalten das Ganze. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe M, wie gesagt, Größe war ja damals frei wählbar. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl, drei identische Sticker hier im Querformat in Schwarz und Rot. Und natürlich das Album an sich mit 19 Tracks, drei davon Remix-Tracks. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr GPC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.